Kopfschmerzen sind nie angenehm. Für diejenigen, die keine Medikamente nehmen möchten, haben wir hier einige Pflanzen zusammengestellt, die dabei helfen können, Kopfschmerzen zu lindern. Ingwer wird traditionellerweise in Asien benutzt, um Kopfschmerzen und Übelkeit zu heilen. Reiben Sie einen Kaffeelöffel frischen Ingwer in eine Tasse. Geben Sie kochendes Wasser drüber und lassen Sie ihn einige Minuten ziehen. Gießen Sie ihn ab und schon ist er trinkfertig. Frischer Ingwer ist am besten. Sie können aber auch Ingwerpulver oder Ingwertee nehmen. Sie können auch einige Gewürznelken zerdrücken und sie in eine Tasse starken Schwarztee geben. Das Tein senkt den Blutdruck und die Nelken haben eine entzündungshemmende Eigenschaft. Minze lindert ebenfalls Kopfschmerzen. Sie brauchen nur einige frische Minzblätter in einen Topf zu kochen und deren Dämpfe zu inhalieren. Alternativ können Sie auch gern Minztee inhalieren. Eine einfache und ziemlich angenehme Methode ist es, ungefähr 15 Mandeln zu essen. Sie enthalten eine Substanz, die Salicin heißt und ein Analgetikum ist. Sie ist übrigens einer der Hauptbestandteile von Aspirin in Form von Salicinsäure. Sie können sich Tee auf Majoran, Zitronenverbene oder Jasminbasis besorgen. Diese können sehr wirksam gegen Kopfschmerzen sein. Um Kopfschmerzen zu lindern, können Sie sich auch selbst einen Aufguss auf Thymian- oder Rosmarinbasis machen. Sie brauchen nur kochendes Wasser auf einen Kaffeelöffel Thymian oder Rosmarin zu gießen und ihn ca. 10 Minuten ziehen zu lassen. Vergessen Sie nicht, Wasser zu trinken. Tatsächlich sind die meisten Kopfschmerzen ganz schlicht einer Dehydratisierung die Folge.